Warum ist die Wall Street so nervös? Und wo lauern aktuell die größten Risiken? Diese Fragen beantwortet heute Sandra Navidi. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Sandra Navidi bei mir zu Gast. Sandra Navidi ist Wall Street Insiderin, Buchautorin und wirklich ganz, ganz dicht dran an der Finanzelite in den USA. Sie kennt die alle persönlich, die ganz großen Fische sozusagen an der Wall Street, und sie wird uns da ein paar Einblicke gewähren, denn einige Wall Street Größen haben sich in letzter Zeit relativ kritisch zur aktuellen Marktentwicklung geäußert, und was da wirklich dahinter steckt, warum die Wall Street Giganten so nervös sind, das wird uns Sandra Navidi gleich einordnen. Zudem sprechen wir über den US-Wahlkampf, die Schuldensituation der Privathaushalte in den USA. Da muss man nämlich auch nochmal ganz genau hinschauen. Und wir sprechen auch über die größten Risiken im Bankensystem. Also Sandra Navidi wird uns auf jeden Fall gleich auch nochmal einordnen, bei welchen Banken aktuell das Risiko wirklich groß ist, sich nochmal zu einer richtigen systemischen Krise sozusagen auszuwachsen, und was die Hintergründe, die Ursachen dafür sind. All das erfährst du jetzt gleich in meinem Gespräch. Vorab noch ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich, ganz bis zum Ende dran zu bleiben. Ja, also ich gebe ja normalerweise am Ende jedes Interviews auch nochmal ein Fazit, meine private Einschätzung, was habe ich hier mitgenommen. Und dort hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, auch nochmal alle Infos zu einer kleinen Buchverlosung zu bekommen. Alles Weitere nachher. Jetzt würde ich sagen, erstmal rein ins Gespräch mit Sandra Navidi. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo Frau Navidi, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Bartzos, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Frau Navidi, ich würde jetzt so mit Ihnen starten, dass ich Ihnen 5 Stichpunkte kurz zuwerfe und Sie zu jedem Stichpunkt so 1, 2 Sätze kurz assoziativ sagen, okay? Passt das? Gerne. Das erste Stichwort, Anleihenschock. Wird sich wieder geben. Jahresendrallye 2023? Möglich. Politischer Diskurs in den USA? Destruktiv. Schulden in den USA? Ein Problem. Und der Aktienmarkt 2024? Volatil. Okay, vielen, vielen Dank. Also einiges davon würde ich vielleicht später im Gespräch nochmal kurz mit Ihnen anreißen, ein bisschen vertiefen. Ich würde jetzt zunächst einmal so fragen, Frau Navidi. Also Sie sind ja wirklich bestens vernetzt an der Wall Street. Und ich habe jetzt neulich ein Zitat von Jamie Dimon, dem Chef von JP Morgan, wahrgenommen. Und Jamie Dimon sagt, also wir befinden uns in der gefährlichsten Phase seit Jahren. Wie sehen Sie das? Das sehe ich ähnlich. Das ist ja offensichtlich. Bei Jamie Dimon muss man sehen, das sagt er jetzt schon mindestens seit Anfang des Jahres, wenn nicht schon seit letztem Jahr. Das ist immer so ein bisschen vielleicht auch eine Absicherung gegen Schwankungen der eigenen Performance. Aber dass jetzt natürlich das größte Risiko besteht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Risiken und was das dann auch für die Wirtschaft bedeutet, heißt also Unsicherheit, weniger Investitionen, weniger Planbarkeit, disruptive oder disrupted Lieferketten. Das sind alles Dinge, die sich eigentlich nur negativ auswirken können. Es muss nicht so eintreten, aber definitiv die Downside Risks, also die Negativrisiken, überwiegen. Also ist diese Meinung von Jamie Dimon eigentlich repräsentativ für die Wall Street? Sind die nervös? Ja, die sind nervös, aber viele Dinge, über die Sie jetzt sich Sorgen machen, die waren ja schon lange in der Pipeline. Dass die Federal Reserve nachhaltig und relativ schnell die Zinsen erhöhen würde, das wusste man ja schon sehr lange. Und das ist ja eigentlich auch die Rückkehr zum Normalzustand, aber für viele ein Paradigmenwechsel der letzten 15 Jahre, die im Grunde genommen noch gar nichts anderes erfahren haben als Niedrigzinsen. Also ob das Anleger hier sind an der Wall Street, jüngere Menschen, die dort arbeiten, Verbraucher, Privatanleger. Das heißt, das ist schon psychologisch eine fundamentale Umstellung. Dass die Wall Street oft sich in Unkenrufen ergeht, dann aber im Nachhinein sich herausstellt, dass sie doch tolle Profite wieder gemacht haben, das darf man auch nicht übersehen. Oft sind Krisen die Gelegenheiten, wo viele, auch viele Finanziers, das größte Geld gemacht haben. Also was die sagen, oder zum Beispiel Bill Ackman, der auch immer gerne mal einen raushaut und dann
hört man, wie zum Beispiel während der Corona-Krise, dass er geschortet hat. Also diese, das sind ja relativ allgemein Aussagen, die natürlich emotional psychologische Wirkungen auf den Markt haben, aber im Grunde genommen sind die mit Vorsicht zu genießen. Sie kennen die ja alle, also die ganz wichtigen Personen an der Wall Street, die, ich sag jetzt mal, die großen Fische, die Big Player. Und sagen Sie, wie ist denn so ein Jamie Dimon so oder ein Larry Fink oder auch ein Bill Ackman? Also wie sind die so im Umgang und wie ticken die? Also die sind ziemlich authentisch. Vor allen Dingen ein Jamie Dimon ist ein bisschen auch eine Ausnahmeerscheinung. Er ist ja hier der längste regierende CEO sozusagen, der JP Morgan durch die ganzen Krisen erfolgreich manövriert hat. Der hatte so ein bisschen Narrenfreiheit. Das ist auch einer der wenigen, der so redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, vor der Kamera und hinter der Kamera. Also da sehe ich keinen großen Unterschied, wie er privat im Umgang ist. Ich würde sagen, zu all diesen großen, ich nenne sie in meinem ersten Buch, in dem ich diese ganzen Figuren, die ich auch persönlich kenne, porträtiere, Superhubs. Diese Superhubs, was man nicht unterschätzen darf, die haben auch alle einen hohen IQ, also die haben sowieso einen hohen IQ, aber auch einen hohen Emotional Intelligence. Also die sind sehr smooth im Umgang, die sind unermüdlich in ihren Bemühungen, auch wenn es darum geht, Mandanten zu umwerben, auch zum Beispiel Steve Schwarzman von Blackstone noch jetzt im fortgeschrittenen Alter. Also die sind mit Leib und Seele im Geschäft, da gibt es auch keine Trennung zwischen privat und beruflich. Und die sind eigentlich ja immer auf Eroberungskurs. Und wenn man sie im Fernsehen sieht, dann mögen sie einem oft, wenn sie sich da öffentlich äußern, wie graue Anzüge erscheinen, so ein bisschen langweilig halt. Aber die sind schon im persönlichen Umgang sehr gewieft, wie man auch Menschen um den Finger wickeln kann. Ja, okay, das verstehe ich. Weil Sie haben ja eben auch durch die Blume gesagt, also diese Aussage von Jamie Dimon, die ist auch, oder von Bill Ackman, die sind auch ein bisschen opportunistisch. Also das heißt, die sichern sich entweder ab, oder die haben vielleicht Positionen aufgebaut und in diese Richtung reden sie dann letztendlich auch, oder? Ja, jeder, everybody talks their own book. Also alles, was man sieht auf CNBC und Bloomberg, da muss man immer sagen, natürlich kann man argumentieren, okay, die haben Skin in the Game, die sind auch selbst investiert, die haben wirklich was zu verlieren, weil die sie selbst ins Risiko gehen. Das sind keine reinen Talking Heads wie Makroanalysten vielleicht, die selbst nicht investiert sind. Auf der anderen Seite sind die dann aber meistens auch unabhängiger. Also im Grunde genommen muss man sich das ganze Feld anschauen und dann aufgrund auch eigener, wenn es geht, Primärrecherche, versuchen, eine Meinung zu bilden. Aber man darf nicht auf diese einzelnen Figuren setzen. Es gibt wenige, man muss ja sehen, die haben ja alle Treuhänderpflichten, wie zum Beispiel Jamie Dimon. Dann gibt es die ganz Unabhängigen, die nur noch ihr eigenes Geld verdienen, wie George Soros und andere hier, die auch übergegangen sind, ein eigenes Family Office zu gründen. Aber selbst die sind natürlich, ich meine, ihr Primärziel ist, Geld zu machen. Und da machen sie sich häufig auch die Psychologie des Marktes zu nutzen. Ja, okay, das ist, das leuchtet total ein, also sehr, sehr nachvollziehbar. Auf wessen Meinung hören Sie denn persönlich auch gerne? Also wessen Meinung hat für Sie Gewicht? Wen schätzen Sie? Ich kann da keine einzelne Figur nennen. Ich höre mir wirklich ganz viel an. Ich lese ohne Ende. Und im Grunde genommen, ich bin ja schon sehr lange in diesem Metier. Dann entwickelt man auch eine gewisse Intuition. Und man muss immer sein eigenes Know-how auch mit einbringen. Man darf sich auf niemanden verlassen. Und was auch viele Investoren machen zum Teil oder gemacht haben, ist, dass man sagt, okay, so eine Figur wie XY, der Milliarden gemacht hat, das haben wir gesehen zum Beispiel im Nachgang der großen Finanzkrise von 2008, da hat man dann nachher auch gedacht, man hat sich Vorbilder gesucht, an denen man sich orientieren konnte in einer Welt, die zunehmend ungewisser und geworden ist, wo man sich schwerer orientieren konnte, auch weil die Politik immer mehr mitgemischt hat, die Zentralbanken, die haben den Markt, also die normalen Marktdynamiken sozusagen disrupted. Aber wenn man das macht, da sind auch viele Makro, zum Beispiel Hedgefonds-Investoren, übel auf die Nase gefallen, wenn man die zum Vorbild genommen hat, die bis dahin super, super erfolgreich waren und die nach der großen Finanzkrise
immer haarscharf die falschen Calls gemacht haben. Also das ist wirklich sehr gefährlich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Investor man ist. Also ich selber betrachte, habe einen langfristigen Horizont und die Investoren, mit denen ich zusammenarbeite, auch. Das ist dann immer noch ein bisschen was anderes. Aber man muss sich im Endeffekt seine eigene Meinung bilden. Ja, unbedingt. Mohamed El-Irian, der ehemalige PIMCO-Chef, ist schon ein paar Jahre her. Der hat jetzt neulich hier in Deutschland ein viel beachtetes Interview gegeben. Der hat im Wesentlichen gesagt, also wenn die Anleihenrenditen in den USA über 6% gehen, dann geht was kaputt. Und er meinte das so, dass dann die Gefahr sehr groß ist, dass sich halt manche Hedgefonds an der Wall Street dann arg verhoben haben, also dass da halt ein oder zwei Player umkippen könnten. Ist das etwas, was Sie teilen? Also ist da wirklich eine Gefahr? Ja, die Gefahr besteht. Eigentlich hätte das, also zumindest wenn man jetzt auf Finanzinstitute schaut, nicht sein dürfen, weil eben, wie gesagt, diese Zinserhöhungen lange angekündigt waren. Es gab aber auch schon durchaus renommierte Portfolio-Manager, die öffentlich verkündet haben, vor Monaten, auch schon letztes Jahr, die Zinssenkungen herbeigeredet haben, ohne jegliche Grundlage. Also es war rein spekulativ. Das hat aber eine Wirkung entfaltet. Viele haben diese Meinung dann übernommen, ohne jegliche Anhaltspunkte. Aber dass im Finanzsystem durchaus noch Risiken liegen können, das haben wir gesehen an der Silicon Valley Bank, die völlig unverantwortliches oder man kann schon fast sagen, nicht vorhandenes Risikomanagement betrieben hat, was auch kein anderer mitbekommen hat, nicht die San Francisco Fed, nicht die Wirtschaftsprüfer, keiner, nicht die Bankanalysten. Also das kann durchaus sein, dass irgendwo etwas hochploppt, was keiner auf dem Radar hatte. Das ist ja auch das Wesen der schwarzen Schwäne. Wenn man das mitkriegen könnte, hätte es Leute gegeben, die dagegen gewettet hätten. Gab es übrigens auch zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank, die ich auch selber getroffen hatte, die meinen, das hätte man durchaus sehen können. Jetzt bin ich da in diesem regionalen Bereich nicht so drin. Aber Bankanalysten hätten das sicherlich sehen müssen. Aber der Punkt ist, ja, da schlummern sicherlich Risiken, vor allen Dingen im Schattenbankensystem, was wesentlich weniger transparent ist, was weniger reguliert ist. Also das kann man nicht ausschließen. Aber wie kann man eine Bank so dermaßen an die Wand fahren, Frau Navidi? Also wie geht sowas? Also im Grunde genommen wahrscheinlich eine Funktion der Tatsache, dass wir so lange so billiges Geld gesehen haben, dass die Leute einfach phlegmatisch geworden sind, ja gar nicht mehr aufgepasst haben, weil die Fehler, die da unterlaufen sind, die waren so dermaßen basic. Ach so, und dann kam auch noch hinzu, die Stresstests für die Banken, die hatten das Zinsänderungsrisiko, also das offensichtlichste und gefährlichste, gar nicht mit einkalkuliert. Also da gab es Versagen an vielen verschiedenen Stellen, aber das ist eben das Problem, wenn es so lange Geld umsonst gibt, dann geht zu viel Geld in risikoreiche Assets und Investoren sind nicht mehr wachsam genug. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu positiven Aspekten, also ein bisschen weg von den Gefahren, weil normalerweise sind ja US-Wahlkampfjahre, 2024 ist wieder eins, ganz gute Börsenjahre. Wie blickt denn die Wall Street auf das kommende Jahr? Also ist man da optimistisch, dass der Wahlkampf da auch wieder die Märkte beflügelt? Also generell jetzt im Hinblick auf den Wahlkampf habe ich da nicht so ein gutes Gefühl. Ich persönlich würde eine Prognose kaum wagen, weil wir eben so viele neue Aspekte im Markt haben, für die es keinen Präzedenzfall gibt, vor allen Dingen auch die geopolitischen Risiken und wie die. Das Problem ist, wir haben so viele verschiedene Risiken, die sich gegenseitig befruchten können und dann sozusagen exponentiell vergrößern können. Wo möglicherweise eine Bombe hochgeht, das weiß man jetzt noch nicht. Ich würde sagen, aber wir haben ja eine Korrektur gesehen, dann haben wir jetzt wieder Enthusiasmus gesehen am Markt. Ich denke, also der Markt hat natürlich einen Optimismus-Bias, also hat ein Interesse daran, dass alles gut läuft. Und wenn die Psychologie dann ansteckend ist und nach oben geht, also dass man der Optimismus obsiegt und man einfach die geopolitischen Risiken und andere Abstrakte, die man gar nicht einschätzen kann, wenn man die außer Acht lässt, kann es sein, dass das nächstes Jahr, also ich denke, wir haben eine Überbewertung gesehen. Ich glaube nicht, dass der Markt nächstes Jahr hochschließt. Die größere Unbekannte ist Big Tech, wie es da weitergeht, ob da irgendwie ein
AI, künstliche Intelligenz, Feuerwerk irgendwo hochgeht, was die Kurse nochmal befeuert. Aber generell würde ich sagen, Volatilität und ja, dass der Markt so vor sich hindümpelt. Aber wie gesagt, da muss man jetzt auch mal abwarten. Viele Daten kommen jetzt auch noch raus zum Jahresende und Jahresanfang. Wir müssen abwarten, was die Fed macht. Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Ja, okay. Ich gehe gleich nochmal auf das Wahlkampfjahr ein. Noch eine Zwischenfrage. Wo sehen Sie denn gerade die größte Bombe im Finanzsystem? Also bei den Banken ist es die große Unbekannte. Ich glaube, die ganz großen Banken haben da weniger zu befürchten. Die kleineren Banken, Regionalbanken wahrscheinlich auch, die sind näher dran am Customer. Ich glaube, das mittlere Segment ist das, was vielleicht am meisten gefährdet ist durch das, vor allen Dingen das Zinsänderungsrisiko. Dann natürlich das Schattenbankensystem. Also da würde ich, das ist eben die große Unbekannte. Es ist ja auch so wahnsinnig riesig geworden. Jetzt muss man sehen, dass im Hinblick auf die Banken zumindest im Rahmen der Silicon Valley Rettungsaktion die Regierung ja sozusagen ein Rettungsversprechen gemacht hat. Das würde etwas Luft rausnehmen aus dem Systemrisiko. Also speziell aus dem Finanzsystem. Wahrscheinlich ist das Zinsänderungsrisiko am größten, wo sich das manifestiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist das unklar. Okay, also Wahlkampf, nochmal darauf zurück. Ist jetzt schon absehbar, mit welchen Wahlkampfthemen und auch Wahlkampfversprechen die beiden Parteien, die Republikaner, die Demokraten, quasi da in diese Phase reinstarten werden? Was werden da die bestimmenden Themen? Also bei den Demokraten ist es ganz klar auch die Wirtschaft, wobei das leider hier bei den Wählern nicht so wirklich angekommen ist. Die funktioniert sehr gut. Es gibt einen sehr holistischen, umfassenden Zukunftsplan, vor allen Dingen auch im Hinblick mit dem Inflation Reduction Act und den ganzen anderen Gesetzen, die erlassen worden sind, die sich auch, wo sich die Auswirkungen in den nächsten Jahren manifestieren werden. Also vieles merkt man jetzt noch gar nicht. Aber das ist gut. Und dann ist Biden auch sehr versöhnlich. Also ich glaube, die wollen versuchen oder signalisieren auch, dass sie so die Luft aus dem Kessel der Polarisierung rausnehmen wollen. Sie wollen die Bevölkerung zusammenbringen. Sie sind ja auch eher diejenigen, die auch im Rahmen dieser Gesetzesvorhaben stärker auf Sozialleistungen setzen, weil es im Endeffekt auch der Wirtschaft zugutekommt. Wenn man zum Beispiel Kinderbetreuung unterstützt, dann können Frauen und Eltern besser arbeiten gehen. Wenn man die älteren Menschen entlastet mit dem zum Beispiel die Medikamentenpreise, die hier so wahnsinnig hoch sind, dann können die wieder mehr konsumieren. Also das sind alles so Dinge, die eigentlich Hand und Fuß haben. Bei den Republikanern, da sehen wir einen sehr chaotischen internen Selbstzerfleischungskampf. Und was nach außen dringt, im Wesentlichen, also viel mehr Steuersenkungen kann man kaum mehr vornehmen. Vor allen Dingen, weil sie vorgeben, dass ihre größte Sorge das Defizit ist. Und da sagen sie, da müssen wir radikal Sozialleistungen von den Sozialschmarotzern kürzen. Und wir müssen Behörden abschaffen. Also da wird es dann ganz abenteuerlich, dass heißt das Education Department, also das Bildungsministerium, ja, will ganz klar das Finanzamt zusammenstreichen an Personal, damit sie eben die Reichen nicht mehr so gut prüfen können. Also an verschiedenste Sachen, FBI und die juristischen Institutionen, alle das Personal verringern. Sehr abenteuerliche Vorschläge. Aber im Wesentlichen werben sie mit Kulturkampf, das ist natürlich sehr zerstörerisch. Da versuchen auch alle, die nicht das Original Trumps sind, diesen noch rechts zu überholen, wie DeSantis oder Ramaswamy, die da sehr radikale Sachen von sich geben. Und zum Beispiel DeSantis macht das mit Schulbuchzensur und mit Disney, also wirklich, wo Unternehmen dann auch Schaden erleiden. Jetzt muss man sagen, der Wokeism hier, also woke sein, diese ganze politische Korrektheit hat hier, wie auch in Deutschland, total Überhand gewonnen. Also da ist schon ein Punkt dran an der Kritik und dass man es irgendwie wieder in Normalmaße zurückbringen muss, das sehe ich ganz genauso. Aber wie die, und da sind die Demokraten jetzt auch gefragt.
Ja, dieser Wokeism, den Sie angesprochen haben, also das merkt man hier in Deutschland auch, dass der gefühlt, also auch in der Mitte, immer weniger an Akzeptanz erfährt, weil hier zum Beispiel Kinderbücher jetzt umgeschrieben werden, Kindern gesagt wird, du darfst nicht mehr Indianer sein, diverse andere Dinge, also so alles, was unter diesem Label so kulturelle Aneignung fällt, wo die Leute tatsächlich sagen, oder viele, also das geht mir unglaublich zu weit, das nervt und ich, also da fehlt mir jede Akzeptanz und ist das etwas, was in den USA auch stattfindet? Ja, also ich würde sagen, das kommt im Zweifel auch von hier, wie die 68er-Bewegung aus Berkeley in alle Teile der Welt und auch Deutschland übergeschwappt ist, kommt es von hier. Jetzt muss man sagen, wir sind eine sehr diverse, der Melting Pot, ein Schmelztiegel. Also da muss man schon auch schauen, dass man die nötige Achtung verschiedenen ethnischen Gruppen entgegenbringt und da auch die Historie nicht außer Acht lässt. Da geht da auch ein Großteil meines Buches drüber. Auf der anderen Seite, wenn Sie anfangen, alle Statuen abzubauen, alle Schulen umbenennen, Kindergärten, Straßennamen, dann erregt das Widerstand. Die Menschen erkennen ihre Welt nicht mehr wieder. Die Bezugspunkte fallen auf einmal alles weg. Ich bin zur So-und-so-Schule gegangen. Man ist total orientierungslos. Hier auch. Man hat totale Panik. Was darf ich noch sagen? Das geht auch mir zum Teil so. Was Sie gestern noch sagen durften, gibt morgen einen Eklat. Und dieser vor allen Dingen Online-Mob, der sich dann auf die Menschen stürzt und ihnen zum Teil dann auch die Existenzgrundlage entzieht, indem sie gecancelt werden, was ja hier auch passiert, das hat nicht akzeptable Ausmaße angenommen. Und das ist auch ein veritabler Kritikpunkt gegenüber den Demokraten. Und da sollten Sie mal besser schauen, dass Sie das wieder in geordnete Bahnen bekommen, denn ansonsten kippt das. Haben Sie den Eindruck, der Diskurs ist richtig kaputt? Also der politische, gesellschaftliche Diskurs? Ja, es gibt praktisch keinen Diskurs mehr. Also das ist alles nur noch auf Konfrontation angelegt. Sie sehen es ja zum Beispiel bei den Republikanern sogar intern, zwischen den beiden Lagern natürlich auch. Dann hier, ich war gerade gestern Abend auf einer wissenschaftlichen Lesung mit anschließendem Cocktailempfang. Und dann habe ich auch einen alten Bekannten wieder getroffen, der erzählte mir von einem gemeinsamen Bekannten und der hätte letztens auch so nett über mich gesprochen. Dann sagt er zu mir, aber weißt du, den können wir total vergessen, der ist ein Trumpist. Das ist so völlig beispielhaft, wie sich die Lager spalten. Und wenn man jetzt hier davon ausgeht, jemand ist ein Trumpist, dann weiß man, der hat so grundlegend andere Werte, wir kommen überhaupt nicht mehr zusammen. Und die zugrunde liegenden Trends und Strömungen, die gab es natürlich immer. Aber bevor Trump gekommen ist, war vieles eben, das war so der gesellschaftliche Kontext, wie sagt man, gesellschaftliche Konsens, das Vertrauen, dass man eben bestimmte Sachen, Beleidigungen nicht sagen darf, dass man Behinderte nicht nachäffen darf, wie Trump das gemacht hat, dass man Schwarze nicht als Hurensöhne öffentlich oder überhaupt bezeichnen darf, dass man Schimpfworte nicht so öffentlich benutzt. Und Trump hat da den Stöpsel rausgezogen und dann ist es wie ein Schwall hervorgekommen. Alles, was die Leute jemals empfunden haben und gedacht haben, sie dürfen es nie sagen, hat er ihnen die Erlaubnis gegeben, die Legitimation. Und wir sehen es jetzt im Nahostkonflikt, wenn man einmal diese gesellschaftlichen Leitplanken entfernt, die wir brauchen, damit wir alle miteinander die verschiedenen Segmente der Gesellschaft konstruktiv zusammenarbeiten können. Wenn die einmal entfernt sind, dann breitet sich das aus wie ein Lauffeuer. Und wir sehen es jetzt mit dem Nahostkonflikt, dass da eben auch Lager völlig enthemmt aufeinandertreffen an Universitäten mit körperlichen Auseinandersetzungen. Das hätte man sich vor ein paar Jahren und vor kurzer Zeit noch nie so vorstellen können. Und das ist natürlich, das verstört das Gewebe, dass die Gesellschaft zusammenhält. Ja. Ich habe das jetzt hier nicht in meiner Fragenliste stehen, weil es mir jetzt wirklich so spontan in den Kopf schießt. Wie ist denn das eigentlich dann halt an der Wall Street? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch beide Lager, Demokraten, Republikaner. Tendenziell weiß man, dass
vielleicht die Banker und auch die Börsianer die Programme der Republikaner ein bisschen besser finden, weil die normalerweise vielleicht ein bisschen mehr Rückenwind für die Märkte geben. Aber dieser Kulturkampf, der wird ja dort mit Sicherheit in den Vorstandsetagen und bei den großen Managern auch diskutiert und zur Kenntnis genommen. Also macht man sich da einfach auch Sorgen, dass das, also wo das hinführt? Okay, das ist ein vielschichtiges Problem. Also wenn wir jetzt sagen, wie ist das im geschäftlichen Austausch oder im persönlichen Miteinander? Hier trifft man ja auch viele, mit denen man beruflich zu tun hat an der Wall Street, im persönlichen Umfeld. Und da ist es so, man weiß das, man spart das aus, weil Wall Streeter haben wahnsinnig viel gemeinsam. Die Kultur, das übergeordnete Denken, zu welchen Schulen man gegangen ist, wie man aufgewachsen ist, in welchen Clubs man ist, das bindet hier, es ist ja eine kleine Blase und das bindet im Moment noch mehr als die Unterschiede. Das heißt, man weiß, okay, der ist so drauf, das spricht man dann besser nicht an, man spart das aus. Und viele Republikaner haben sich auch ein bisschen gewendet hier in New York und haben gesagt, okay, der Trump, der ist unerträglich als Mensch und als Wesen, aber trotzdem finde ich die Agenda, die er vertritt, die ist gut und er hat viel Gutes geschaffen für unser Land. Da kann man das so, okay, dann kann man das so stehen lassen. Man geht nicht tiefer. Unternehmenschefs haben jetzt auch wirklich ein Problem, wenn es darum, sie haben ja eine diverse Belegschaft. Gott sei Dank in den letzten Jahren ist sie diverser geworden. Also sie haben viele verschiedene Ethnien, Geschlecht, von der Herkunft, von sozioökonomischem Hintergrund und genauso ihre Kundschaft, vor allen Dingen hier in Amerika. Aber weltweit natürlich auch, sind auch alle divers. Das heißt, die haben eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, die sie betreiben müssen und dann vor allen Dingen natürlich auch die Konservativen. Und ein ganz großer Streitpunkt beispielhaft ist zum Beispiel ESG, also nachhaltige Investments, die im Rahmen der Ukraine-Krise, insbesondere was Energie betrifft, schlechter performt haben. Da ist hier auch ein wahnsinnig böser Krieg ausgebrochen, wo ein republikanischer, ich glaube, es war ein Senator, gesagt hat, er wird nicht eher ruhen, bis er den Chef von BlackRock, Larry Fink, hinter Gitter gebracht hat. Da geht es echt an die Substanz. Also es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Es ist natürlich nicht gut für die Zusammenarbeit, aber die Wall Street hat es bis jetzt, würde ich sagen, noch ganz gut umschifft. Ja, okay. Vielen, vielen Dank für diese Insights. Also wahnsinnig spannend. Ich würde jetzt mal lieber wieder zu einem etwas positiveren Thema hinkommen, nämlich zur US-Wirtschaft. Das ist ja auch Wahnsinn. Also wir sind in dem größten Zinserhöhungszyklus der Geschichte drin oder in dem schnellsten. Und jetzt das BIP-Wachstum im letzten Quartal hat auch fast 5% betragen. Die Amerikaner konsumieren wie wild. Also der Konsum ist auch gut gewachsen. Also das ist ja Wahnsinn. Ist die amerikanische Wirtschaft komplett unkaputtbar? Unkaputtbar würde ich nicht sagen. Sie ist sehr resilient. Der Amerikaner an sich ist auch sehr resilient und anpassungsfähig. Man muss sehen, dass sie im Nachgang zur Corona-Krise, als es großzügige finanzielle Unterstützung hier gab, wohl mehr gespart haben, als man gedacht hätte. Man sieht allerdings auch, dass die Kreditkartenschulden zunehmen. Also die Lage spitzt sich schon etwas zu. Ist jetzt nicht nur alles heile Welt. Hier aus New York, also die Preisanstiege sind Wahnsinn. Wenn Sie die Mieten anschauen, mein vorletzter Stand war, Sie müssen nachweisen, wenn Sie eine Wohnung mieten wollen, dass Sie 40 mal so viel verdienen wie die Monatsmiete. Man hat letztens, jetzt gerade habe ich gelesen, 50 mal so viel. Und dann habe ich eine Auflistung gelesen, ich suche die mal und stelle die auf meine Social Media, was da noch alles für versteckte und Pseudokosten draufkommen. Das heißt, Sie müssen echt ein solides Gehalt haben, um hier überhaupt noch eine Wohnung zu mieten. Und dann rede ich nicht von einer schönen, hellen, großen Wohnung. Dann rede ich von einer nicht so tollen Wohnung in einem nicht so tollen Viertel, die mini klein ist. Das ist schon hart, denn die Lebensmittel hier sind extrem teuer. Restaurantbesuche, man wundert sich, dass das alles noch so floriert. Und es wird auch überall gebaut. Also da ist schon noch viel Kraft vorhanden. Und ich glaube auch jetzt in der Vorweihnachtsphase, den Amerikanern sitzt von der Mentalität her das Geld ein bisschen lockerer. Die können die haben stärkere Nerven, wenn es darum geht, mit Schulden umzugehen. Ich habe zum Beispiel einen Chiropraktor, der ist verheiratet, seine Frau ist Tanzlehrerin, verdient also wahrscheinlich so ziemlich nichts. Die haben 4 Kinder, der ist selbstständig.
verschuldet im höheren fünfstelligen Bereich. Die gehen immer auf Kreditkartenangebote, wo im ersten Monat man 0% bezahlen muss. Und wenn man nicht aufpasst und der eine Monat geht vorbei, dann sind auf einmal Wucherzinsen. Und die springen immer von einer Kreditkarte zur nächsten Wärmeaktion und lenken dann diese Schulden um. Wo ich dachte, um Gottes Willen, da könnte ich nachts nicht mal schlafen. Kinder sind hier auch sehr teuer. Aber das und die sind natürlich auch, wenn es darum geht, wir gehen jetzt schön essen oder wir müssen uns jetzt irgendwie mal belohnen, wir haben so hart gearbeitet, wir kaufen uns jetzt was Schönes, sind die wesentlich großzügiger in ihrem Ausgabeverhalten als Deutsche, die eher solide und konservativ sind. Ja, okay, das stimmt. Also das ist hier in Deutschland auch immer in der Diskussion. Ja, die Amerikaner, die haben ja auch so viele Schulden. Sie haben es angesprochen, die Kreditkarten, die Autokredite, die Studienkredite und so weiter. Also die schleppen immer so einen Berg mit sich rum, aber hauen dann trotzdem das Geld raus. Also so ein bisschen ist da schon was dran, oder? Ja, sehr salopp formuliert natürlich. Total. Also als ich meine ersten Male, als ich noch sehr jung war, in die USA gekommen bin, haben mir meine Freunde mal gesagt, ja, we refinance our house und dann haben wir wieder ganz viel Geld auf dem Konto. Und ich habe irgendwie nie verstanden, was heißt das refinanzieren und wieso habe ich dann mehr Geld auf dem Konto? Ja, weil die davon ausgegangen sind, was lange Zeit auch der Fall war, wie ein Naturgesetz, dass Häuserpreise immer steigen. Und wenn der Wert gestiegen ist, kann ich zur Bank gehen und sagen, ja, jetzt möchte ich also gegen mein Haus sozusagen einen Kredit nehmen. Ich habe ja meine Sicherheit ist ja mehr wert. Und das ist so ein Unterschied zu Deutschen, auch zu mir. Ich sage, ja, natürlich, wenn man eine Schulden hat, zum Beispiel wegen einer Hypothek, erstes Gebot, die Schulden abzubezahlen und unter seinen Verhältnissen zu leben. Und okay, es sind nicht alle Amerikaner so, aber das ist schon ein Trend, den man beobachten kann. Ja, ja, unbedingt. Stichwort grüne Transformation. Also ich hole mal anders aus, Frau Navidi. Ich habe hier gerade eine Aktie gekauft im Wasserstoffsektor. Das ist jetzt nur mal, um herzuleiten, woher kommt die Frage. Und dieses Unternehmen, die wachsen unglaublich stark und zwar vor allen Dingen in der Region USA und auch vor allen Dingen in Asien. Und das hat wohl mit diesem Inflation Reduction Act auch zu tun. Und jetzt wollte ich halt einfach nur fragen, ist diese grüne Transformation und diese enormen Investitionen, finden die tatsächlich statt und gehen die aus Ihrer Sicht auch in gute Bereiche rein? Also können Sie dazu was sagen? Ja, also die Hälfte des Inflation Reduction Acts geht in grüne oder in die Unterstützung von grünen Technologien, insbesondere E-Autos, Batterien, Ladestellen, Häuserisolierungen, also was man im Nachhinein, wie man Häuser energieeffizienter macht, auch in neue energieeffiziente Bauten, insbesondere Gewerbeimmobilien auch, also wirklich an allen Ecken und Enden umfassen. Da könnte das Projekt und Paket kaum sein. Vor allen Dingen, wenn man das mit dem vergleicht, was vorher der Fall war. Vor allen Dingen die Republikaner waren da total dagegen. Die sind ja vor allen Dingen in favor of fossile Energien, was die Amerikaner auch gut machen, also die Biden-Administration, dass sie einen schrittweisen Übergang planen, wo es noch Kernkraftwerke gibt und durchaus auch noch fossile Energien, um diesen Blow, den Impact, den Effekt, den negativen Effekt, den Kosteneffekt für den Verbraucher etwas abzufedern. Und also von daher würde ich sagen, es ist schon sehr sinnvoll. Und vieles wird gefördert, zum Beispiel ein E-Auto. Wenn Sie das kaufen, kriegen Sie irgendwie einen Steuernachlass von $7,500. Das macht sich natürlich schon bemerkbar. Also in verschiedensten Bereichen muss man mal jetzt genau dann hingucken, was es ist. Aber da gibt es sehr großzügige Unterstützung. Das kommt der Wirtschaft dann natürlich zugute. Ja, ja. Wie ist denn das? Ich meine, die Amerikaner, die fahren doch auch, oder die Amerikaner ist doof gesagt, also ich nehme das jetzt mal einfach zurück, aber man hat immer so dieses Bild, viele fahren gerne SUV, viele fahren die Pickups auch in den ländlichen Gegenden, aber das E-Auto, setzt sich das immer mehr durch auch? Das E-Auto setzt sich schon durch. Ich muss sagen, da kommt nochmal die Flexibilität der Amerikaner ins Spiel. Das ist auch meine Erfahrung, vor allem von meinen ersten Aufhalten. Riesige Autos mit lauten Motoren, so als Machtdemonstration auch.
als es eine Ölkrise gab und der Ölpreis in die Höhe geschossen ist, schwuppsdiwupps, auf einmal sind die Amerikaner alle auf kleine Autos umgestiegen. Ich konnte das gar nicht glauben. Also die sind auch, die haben irgendwie keinen Vertrag mit ihren Vorlieben. Also wenn sich irgendwas stark ändert, dann schwenken die auch ganz schnell um. Die sind sehr pragmatisch. Ich hätte jetzt noch mal eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn ich Ihnen jetzt 5.000 Euro geben würde und sagen würde, Frau Navidi, wie würden Sie persönlich dieses Geld investieren? Was käme Ihnen da in den Sinn? Also 5.000 ist ja jetzt auch nicht besonders viel. Das kann man nicht groß diversifizieren. Da denke ich jetzt mal mit einem Low-Cost-ETF, QQQ, das gibt ja so viele. Mein Punkt wäre jetzt De-Risking, also nichts Spekulatives, nicht so in Richtung Cathie Woods. Was krisenbewährte Unternehmen hat, die Preissetzungsmacht haben, die sich auch in der Vergangenheit in Rezessionen gut geschlagen haben. Aber das ist natürlich ein langfristigerer Investmenthorizont, dann kann man gut schlafen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Navidi. Schön, dass Sie da waren. Sehr gern geschehen, Herr Bautzus. Danke für die Einladung. So, das war mein Gespräch mit Sandra Navidi. Ich nehme hier vor allen Dingen zwei Dinge mit. Zum einen, das Verbrauchervertrauen in den USA ist voll intakt. Also der amerikanische Konsument ist optimistisch und ja, er konsumiert. Er tut das, was man von ihm sozusagen erwartet. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich gut insofern, weil das anzeigt, dass durchaus Optimismus besteht, Vertrauen besteht. Und insofern sind die Konsumentendaten in den USA durchaus positiv zu lesen. Auch die Verschuldungssituation vieler Amerikaner, das hat sich ja so eingebürgert, dass wir da also auch immer mit so einem kritischen Blick drauf schauen, ist absolut im Rahmen, ist absolut moderat. Natürlich gibt es da einige Indikatoren, die also durchaus sehr, sehr wichtig sind und da also auch auf einen Umschwung natürlich dann also auch hindeuten können. Aber man sollte diese Indikatoren, also ganz egal, ob es um die Autokredite oder auch um die Studienkredite geht, man sollte das aktuell zumindest nicht zu hochhängen. Das sind meine Key Learnings, die ich aus diesem Gespräch hier mitnehme. Zudem ist es auch ganz, ganz wichtig, Ihre Einschätzung sozusagen zu den Stellungnahmen, die manche Wall Street Größen halt einfach medial abgeben, dass man da vielleicht nicht immer so den Fokus drauflegen muss, weil das ist halt einfach immer, sie hat den Begriff verwendet, talking on the own books, also so das Ganze präsentieren und darstellen, wie es also fürs eigene Portfolio dann letztendlich auch günstig ist. Und wenn man die Risiken groß redet, dann kann es also auch durchaus sein, dass vielleicht die ein oder andere Short-Position ja in der Bilanz in eine falsche Richtung gelaufen ist. So, genug der Worte, das sind meine Einschätzungen. Lass doch einfach mal einen Kommentar da, wie dir das Gespräch gefallen hat, was du hier vor allen Dingen mitgenommen hast. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und dann kommen wir jetzt auch noch zu der Buchverlosung. Das Buch Die DNA der USA von Sandra Navidi ist übrigens in diesem Jahr auch für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert gewesen. Und ich habe 3 Exemplare von dem Verlag bekommen. Die kann ich verlosen und die werde ich auch verlosen. Du kannst teilnehmen in der Kommentarspalte, wenn du einen Kommentar abgibst mit dem Hashtag USA. Nochmal. Kommentieren mit dem Hashtag USA, dann bist du drin in der Verlosung. Das Gewinnspiel läuft, also du kannst teilnehmen, bis zum 19.11. bis 23.59 Uhr. Und am nächsten Tag werde ich dann also die Verlosung vornehmen und ich setze mich auf jeden Fall mit den Gewinnern in Verbindung. Ganz wichtig, der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich würde sagen, genug der langen Worte jetzt. Lass mir noch einen Daumen nach oben da, ein Abo auch ganz wichtig zur Unterstützung meines Kanals und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir.